So, jetzt herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses Tutorials. Ihr seht, wir sind jetzt hier gleich am Takeoff, worum es in diesem Tutorial auch gehen wird, Takeoff und Climb. Und ja, wir sehen uns dann nach dem Intro wieder. So, herzlich willkommen zurück. Wir befinden uns immer noch hier in Leipzig und sind aber jetzt gleich an der Runway 26 Right angekommen. Von dieser aus wir dann nach Frankfurt starten. Wenn ihr den ersten Teil des Tutorials noch nicht gesehen habt, dann holt es auf jeden Fall nach, sonst wisst ihr ja nicht, wie es hier weitergeht oder was ihr davor halt alles machen müsst. Genau, ich habe es im letzten Video schon angesprochen. Sorry für die lange Pause, kamen jetzt einfach sehr viele Prüfungen dazu, weil ich jetzt meine Schulzeit fast beendet habe. Und ja, sorry auf jeden Fall dafür. Jetzt wird in nächster Zeit wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr kommen. Und genau. So. Wir sind jetzt an der Runway angekommen. Wir stellen uns mal hier vorne an den Rating-Spot hier. Da warten wir mal. Bisschen weiter nach vorne fahren. Bisschen bremsen. Und zum Stillstand kommen und die Parkbrake on. Okay, so. Wir stehen jetzt hier vor der Runway und wir schalten die APU aus. Da drücken wir einfach hier oben drauf und das APU Bleed kommt auch aus. So sind der Knopf und der Knopf. So, jetzt machen wir die Before Takeoff Checklist. Wir sind bereit, weiterzumachen. Wir klicken nochmal. Wir setzen ihn auf Normal. Wir haben die Before Takeoff Checklist beendet und schalten unser Nose Light an auf Takeoff und wir schalten die Landing Lights an und das Strobe Light, damit jetzt alle kommenden Flieger sehen, dass wir bereit sind zu starten. Wir schalten die Park Brake aus und wir rollen auf die Startbahn. So. Ich fahre jetzt mit Absicht mal nicht auf dem gelben Strich, damit wir ein bisschen weiter hinten anfahren können. Und ziehe jetzt die Kurve rein. Genau. So, jetzt könnt ihr zwei unterschiedliche Takeoffs machen. Einmal einen Rolling Takeoff und den aus dem Stand. Wir machen jetzt den aus dem Stand. Dazu schalten wir die Park Brake an und geben jetzt so lange Gas, bis Power Z kommt und hier vorne F45 steht. Sobald das Power Z kommt, schalten wir aus die Parkbremse. Beim Rolling Takeoff macht ihr genau das Gleiche, nur dass ihr keine Parkbremse setzt, sondern einfach gleich losrollt und dann halt während des Rollens immer mehr Schub dazu nehmt, bis F45 vorne auf dem Display steht und euch der Co-Pilot sagt Power Z. Das ist genauso, wir machen es jetzt aber aus dem Stand.
Okay, wir lassen die Parkbremse drinne und geben jetzt Schub bis Flex 45 hier vorne steht. Jetzt gib mal keinen Schub mehr, jetzt steht das hier vorne. Jetzt kam das Power Set, wir schalten die Parkbremse aus. Und wir nehmen Schub mit. Korrigieren ein bisschen, damit wir mal schön auf der Mitte bleiben. Und nehmen jetzt den Schub mit dazu. Wir geben jetzt Schub, bis der Callout V2 kommt. Also nicht bis V2. Wir haben jetzt V1, der sagt V1. Dann kommt ein Rotate. Bei dem Rotate ziehen wir hoch und fahren dann das Gear ein. Da seht ihr es auf dem Panel hier, den blauen Strich. Das ist V1 und danach kommt Rotate. Rotate. Also wir ziehen die Nase des Fliegers langsam hoch. Haben schon, doch schon starken Gegenwind. Positive Climb. Gear up. Und da segeln wir raus aus Leipzig-Halle. Da stand mal vor uns. Hier. So, dann fliegen wir jetzt bis 3000 Fuß manuell und schalten dann den Autopiloten ein. Bisschen tiefer, ein bisschen mehr die Sinkrate verringern, damit wir ein bisschen Speed bekommen. Und schalten Autopilot 1. Schalt mal ein. Jetzt haben wir hier Flex Temperature, also jetzt hier die FLX45 blinkt. Unten drunter ein LVR Climb. Das heißt, wir ziehen jetzt den Schubhebel so weit zurück, bis Thrust Climb kommt. Das ist jetzt die Geschwindigkeit, die wir zum Steigen brauchen. Wir haben schon das grüne F überschritten, das heißt, wir können die Flaps schon mal auf Stufe 1 einfahren. Da seht ihr jetzt, wie die Flaps gerade auch eingefahren sind. Ja. So, dann gucken wir mal weiter. Gear up. Thrust Climb ist APUs an. Also hier nicht APU, sondern Autopilot 1. Jetzt schalten wir die Flaps, nicht die Flaps hier, die Spoilers, disarmen wir. Das heißt, wir schalten auf Disarm. Und wir machen die After Takeoff Checklist noch nicht. Doch, können wir schon machen. Okay, wir können es doch noch nicht machen, weil wir müssen halt die Flaps retracten. Das machen wir hier beim S. Flaps 0 und wir schalten die Packs wieder an. Okay, jetzt machen wir es nachher. Wir müssen jetzt warten, wenn hier unten dieses Q&H, wenn dieser Punkt jetzt blinkt, drücken wir hier oben auf Pull Standard, da drücken wir drauf, sodass er von den 1016 auf den Standarddruck geht, also Standard. Der Flieger, er wackelt ein bisschen, können wir uns ja mal von außen angucken. Ja, es geht für ein paar Wirbelschleppen dabei, aber okay.
Gut. Es blinkt noch nichts, das heißt, wir können ihn auch noch nicht auf Standard schalten. Das machen wir nachher aber dann gleich. So, wir haben die 3000 Fuß weg, das heißt, wir können hier das Snow Slide und das Runway Turn Off Light wieder ausschalten. Und bei C jetzt blinkt es, das heißt, wir stellen hier auf Standard. Wir haben die After Takeoff Checklist erfolgreich gemeistert. Und wir fliegen jetzt weiter bis zum Climb. Und dann, genau. Werden wir mal weitersehen. Gut. Hier noch bis Leipzig unter uns. Genau. Jetzt haben wir jetzt die 6000 Fuß, das heißt, uns fehlen noch 4000 bis zur 10.000 Marke. Und sobald wir die erreicht haben, schalten wir dann die Seatbelts aus und das Landing Light aus. Aber das machen wir nachher. Genau. Ich gucke mal auf meine Checkliste. Packs, haben wir die schon wieder eingeschaltet? Ja, gerade eben. Gut. Schöner blauer Himmel unter der grauen Wolkendecke durch. Fein. Jetzt sind noch alle Wirbelschleppen weg, die wir vor uns hatten, hier hinten auch Leipzig. So, okay. Wir haben jetzt die 7000 durchquert. Jetzt die 7500, das war mein Handy, alles gut. Die 7500 haben wir jetzt durchquert und wir können gleich wir können gleich unsere Lichter ausschalten, die wir haben. Gut. Neuntausendzweihundert. Und 9600. Da sind jetzt 10.000. Er geht jetzt auch ein ganz kleines bisschen runter. Und wir schalten jetzt unser Landing Light aus. Und die Seatbelts auch aus. Okay. Genau. Jetzt fliegen wir erstmal ein bisschen in der Waagerechten, weil also steigen sehr langsam. Das liegt aber darüber, das liegt daran, weil er erstmal den Speed aufbauen muss. Bis zu dem, den er vor uns hatte. Also bis zu dem roten Dreieck, welches sich hier am Rand befindet. Bis zu dem
holt er jetzt erstmal wieder Speed auf und sobald wir das Dreieck erreicht haben, zieht der Flieger ein bisschen wieder hoch. Da, jetzt geht auch wieder unsere Steigrate nach oben. Genau. So, jetzt fliegen wir schon unsere erste Kurve bis nach Orthag. Und lasst mich noch mal ganz kurz gucken. Landing Lights haben wir ausgemacht, Seatbelts auch, Q&H haben wir auf Standard gesetzt und Packs sind auch an. Okay. Das heißt, wir sind jetzt mit der Climb Checklist auch schon wieder durch. Und wir sehen uns nachher, also dann im nächsten Video wieder, wenn wir zur Descent and Landing, zum Descent und zur Landing kommen.